Ja, also ich bin ganz begeistert von dieser Veranstaltung. Ich kann schon direkt sagen, wir werden das wiederholen. Und wir haben ja auch extra die DGN, diesen Zoom-Kanal uns draufgeschaltet. Wir müssen uns jetzt schon überlegen, ob wir die Anzahl der Teilnehmer hier schon erweitern. Aber es sind ganz toll und ich finde natürlich begeistert, diese exzellenten Referenten. Das ist richtig, ich sag mal ganz überspitzt, erste Sahne gewesen, ganz toll. Ja, ich gehe jetzt mal wieder zurück auf Anfang quasi. Wir haben auch ein ganz anderes Problem, aber wir haben in der letzten Woche ja das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gehabt und Christian hat gemeint, vielleicht sollten wir an der Stelle am Ende dieses Seminars nochmal drauf eingehen, auch wenn das jetzt so gesehen nicht zwingend was mit Omikron zu tun hat. Das ist meine Agenda. Ausgangslage, internationale Empfehlung deutscher Ethikrat, was sagt der? Dann unsere Empfehlungen von acht und mit acht Fachgesellschaften. Ja, und was bedeutet jetzt dieses Urteil, was ja in der letzten Woche sehr, sehr ausführlich auch in den Medien überall diskutiert worden ist? Fangen wir mit der Ausgangslage an. Wir haben ja diese Bilder des überlasteten Gesundheitssystems im letzten Jahr gesehen. Sie erinnern sich in Italien, Oberitalien, die Ketten von Militärfahrzeugen, die wirklich die Särge zu den Friedhöfen gebracht hatten und letztendlich auch die Bilder aus New York, also erschreckend wie in einem Katastrophenfilm, wo auf der Insel von New York Massengräber ausgehoben werden, um die vielen Toten der Corona-Pandemie halt zu beerdigen. Und nochmal interessant, das ist immer sehr schön, List of Epidemics. Also als ich das erste Mal vor einem knappen Jahr gemacht habe, war die Corona-Pandemie, lag die noch auf Platz 10, also ganz weit unten. Sie sehen der schwarze Tod ganz oben. Aber mittlerweile hat sich die Corona-Pandemie auf Platz 6 hervorgearbeitet. Und ich bin mal gespannt, was die nächsten Jahre bringen werden. Aber man befürchtet ja nahezu, dass es vielleicht noch ein, zwei Plätze weiter nach oben springt. Also es hat schon eine enorme Bedeutung, wenn man das mal sieht. Das sind die Pandemien der Menschheitsgeschichte, was diese Pandemie für uns für eine Bedeutung hat. Es gab ganz viele Stellungnahmen schon ganz früh aus dem Ausland. Die Österreicher, die Schweizer haben sich geäußert, die Italiener haben sich, was jetzt kritische Entscheidungen betrifft, wenn es um eine Rationierungsentscheidung geht, Priorisierungsentscheidung bei eingeschränkten Ressourcen. Die Belgier haben sich geäußert. Aus den USA gab es was und auch die Schweiz. Die haben das Ende des Jahres nochmal verändert. Und wir konnten dann auch schon auf den Ethikrat zurückgreifen. Der hat dann schon am März letzten Jahres, vorletzten Jahres, Entschuldigung, geschrieben, Solidarität und Verantwortung der Corona-Krise. Und da gab es einen interessanten Passus. Wer in einer solchen Lage eine Gewissensentscheidung trifft, die ethisch begründbar ist und transparent etwa von medizinischen Fachgesellschaften aufgestellten Kriterien folgt, kann im Fall einer möglichen Strafklammer zu rechtlichen Aufarbeiten des Geschehens mit einer entschuldigen Nachsicht des Rechtsordnung der Rechtsordnung rechnen. Das ist natürlich sehr bedenklich und hat natürlich viele Leute auch na, nicht nur schlaflose Nächte bereitet, sondern uns schon Gedanken gemacht. Ja, was ist denn, wenn wir in einer beschränkten Ressource, wie wir das ja in Italien gesehen hatten, die ja in Deutschland in dem Umfang nie eingetreten ist, Entscheidungen treffen müssen, die dann tatsächlich den Tod von Patienten unter Umständen nach sich zieht, weil wir so viel wie möglich an Menschenleben retten wollen. Das heißt, wir haben damals schon ganz, ganz früh 2020, wirklich schon Ende Februar, Anfang März, uns Gedanken gemacht und zusammengesetzt mit der Sektion Ethik und damit dann acht weiteren Fachgesellschaften und haben letztendlich im März, dann auch im April, nochmal eine Optimierung geschrieben und gerade nochmal in diesem Jahr wegen vielen Hinweisen die mittlerweile dritte Version erarbeitet, die sich nur leicht unterscheidet, aber noch ein paar Akzente setzt und ein bisschen präzisiert. Ganz kurz nochmal, ich kann die ganze Leitlinie da nicht darstellen. Die Empfehlung zusätzliche Entscheidungszusagen, was bei Ressourcenknappheit denn wichtig ist. Sind keine Ressourcen verfügbar, sagen wir, dann erfolgt eine Priorisierung und die erfolgt, liebe Kolleginnen und Kollegen, natürlich ausdrücklich nicht in der Absicht, Menschen oder Menschenleben zu bewerten. Das sind auch keine Lippenbekenntnisse, das ist ein ganz klares Grundprinzip. Und die Zielsetzung ist, dass wir möglichst wenigen Patienten eine aussichtsreiche und erfolgsversprechende Behandlung vorenthalten müssen. Also das ist das klare Ziel. Und in einer solchen sehr tragischen Entscheidungssituation, dass möglichst wenigen Patienten eine Behandlung vorenthalten. Und die Priorisierung, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der wird übrigens im Urteil des Bundesverfassungsgerichts aufgegriffen, orientiert sich am Kriterium der klinischen Erfolgsaussicht. Was ist damit gemeint? Und das ist ganz wichtig, das ist die Wahrscheinlichkeit, die aktuelle
Erkrankungssituation zu überleben. Also wir befinden uns immer noch mal im Gedächtnis bald in einer potenziellen Entscheidungssituation, wo wir wenig Ressourcen oder gar keine Ressourcen mehr zur Verfügung haben. Hier geht es nicht um langfristige Aussichten, sondern immer um die Wahrscheinlichkeit, die aktuelle Erkrankungssituation zu überleben. Und die vorrangige Behandlung erhalten Patienten, die durch diese Maßnahmen dann eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit in ihrer aktuellen Erkrankungssituation haben. Was sind denn zusätzliche Entscheidungsgrundlagen? Eine Priorisierung ist aufgrund des Gleichheitsgebotes nicht vertretbar, nur innerhalb der Gruppe der Covid-19-Erkrankten. Das gilt also über alle Patienten, die wir im Krankenhaus behandeln. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Das wird auch in der öffentlichen Diskussion immer wieder aus dem Auge verloren. Gerade jetzt im Herbst wurde immer ganz stark auf Covid-19 geblickt und vergessen, dass wir in den Krankenhäusern viele, viele, die meisten Patienten hatten halt ohne Covid-19. Aber die Priorisierung ist auch aufgrund nicht zulässig, aufgrund des kalendarischen Alters, zweitens sozialer Merkmale oder aufgrund bestimmter Grunderkrankungen oder Behinderungen. Das haben wir von Anfang an versucht klarzustellen und auch nicht aufgrund des SARS-CoV-2-Impfstatus. Das haben wir jetzt in der letzten Version da hinzugefügt, weil die Diskussionen in der Öffentlichkeit immer schärfer geworden sind. Hier forderten dann auch Geimpfte ein, die das nicht verstehen, dass in dem Falle einer Priorisierungsdebatte tatsächlich auch der Impfstatus dann ein Entscheidungskriterium darstellen sollte. Verfahren der Entscheidungsfindung, ich fasse das zusammen, ist ein Mehraugenprinzip von mindestens zwei intensivmedizinisch erfahrenen Ärzten, einschließlich Primär- und Sekundärbehandler beteiligter Fachgebiete, von möglichst einem erfahrenen Vertreter auch der Pflegenden und gegebenenfalls von weiteren Fachvertretern, auch zum Beispiel aus der klinischen Ethik. Was sind Kriterien? Aktuelle Erkrankung, Schweregrad der führenden Erkrankung, begleitende akute Organversagen und prognostische Marker, soweit wir sie überhaupt verfügbar haben. Es gibt ja schon Covid-19-Score-Systeme, die sind aber mit einem Error under the curve von 0,75 noch etwas ungenau, aber soweit sowas verfügbar wäre. Komorbiditäten. Schwere Organdysfunktion mit eingeschränkter Lebenserwartung bei Leber, Niere, Herz, Lunge oder auch neurologischen Erkrankungen. Weit fortgeschrittene Krebserkrankungen oder schwere irreversible Immunschwäche. Und dann kam ein ganz wichtiger Punkt, der hat dann auch letztendlich auch zu dieser Beschwerde geführt von dem Verfassungsgericht. Wir haben auch auf den allgemeinen prämorbiden Gesundheitsstatus abgehoben und gesagt, naja, die Gebrechlichkeit spielt ab einem bestimmten Lebensalter auch in der Intensivmedizin eine ganz entscheidende Rolle für das akute Überleben und haben dann zum Beispiel die Clinical Frailty Scale nochmal genannt. Aber diese Skala, das haben wir nochmals verdeutlicht, das ist in der ersten Publikation nicht ganz so deutlich gewesen, ist natürlich nur für ältere Personen größer gleich 65 Jahren validiert, spielt aber in vielen intensivmedizinischen Publikationen eine ganz entscheidende Rolle für diese Altersgruppe, für die alten Patienten, was den Outcome betrifft. Ja, und das mündete letztendlich darin, dass wir dann auch dieser Publikation genau den Ablauf beigelegt haben und auch klar gesagt haben, dass dokumentiert werden soll. Ja, was war der weitere Ablauf, liebe Kolleginnen und Kollegen? Sie wissen, dass dann im Juli 2020 eine Verfassungsbeschwerde gegen die Triage vorgeführt wurde. 9 Menschen mit Behinderungen haben unterstützt von der Behindertenrechtsorganisation Ability Watch und vertreten unter anderem durch den Rechtsanwalt Oliver Tollmein eine Verfassungsbeschwerde eingelegt. Das Bundesverfassungsgericht hat dann zunächst im August entschieden, dass da zunächst mal dieser Eilantrag auf verbindliche Regelungen zunächst mal nicht entschieden wird, sondern hat dann auch hingegangen und es hat verschiedenste Institutionen, Behindertenverbände etc. angefragt, um nochmal eine genaue, präzise Angabe zu bekommen, was denn genau damit gemeint ist und was denn die Beschwerdeführer an dieser Stelle vortragen. Und er hat dann am 16.12. entschieden und veröffentlicht letzte Woche und hat gesagt, der Gesetzgeber hat Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes verletzt, weil er es unterlassen hat, Vorkehrungen zu treffen, damit niemand wegen einer Behinderung bei der Zuteilung intensiv überlebenswichtiger, nicht für alle zur Verfügung stehender intensivmedizinischer Ressourcen benachteiligt wird. Und sagt, der Gesetzgeber muss unverzüglich, das ist sehr interessant, also relativ rasch, also er kann jetzt nicht Monate abwarten, das ist ja schon gesagt worden vom Gesetzgeber, also von der Regierung, dass hier gehandelt wird und dass im Deutschen Bundestag entsprechende Vorlagen getroffen werden. Ja, das Urteil
Das Bundesverfassungsgericht, wo ist denn eigentlich denn da genau im Detail die Empfehlung betroffen? Das würde zu weit führen, das Urteil umfasst fast 40 Seiten. Führt das genau aus? Ich will das mal zusammenfassen. Die sagen Folgendes: Trotz der verfassungsrechtlichen Unbedenklichkeit des Kriteriums der klinischen Erfolgsaussicht im Sinne des Überlebens der aktuellen Erkrankung schließt das Bundesverfassungsgericht nicht aus, dass die Empfehlung in der derzeitigen Erfassungsform Einfallstor für eine Benachteiligung von Menschen mit Behinderung werden können. Ein Risiko birgt auch gleichwohl das Schwere anderer Erkrankungen im Sinne von Komorbidität und die Gebrechlichkeit, da kommen wir schon, als negative Indikatoren für schlechte Erfolgsaussichten der intensivmedizinischen Behandlung bezeichnet werden. Und sie sagen weiter, doch besteht auch hier das Risiko, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit nicht eindeutig nur auf die aktuelle Erkrankung bezogen wird. Also man hat schon den Eindruck, dass hier erhebliche Unsicherheiten bestehen, was unsere ärztliche Einschätzung betrifft, und dass man befürchtet halt, dass es zum Nachteil der Behinderten ausgeht. Und deshalb hat man den Behinderten an dieser Stelle auch recht gegeben, hat gesagt, der Gesetzgeber muss hier halt tätig werden. Außerdem haben Sie ganz klar gesagt, fehlt beim Kriterium der Gebrechlichkeit eine Klarstellung wie zu den Komorbiditäten. Und für die Bewertung der Gebrechlichkeit wird unter anderem auf die Skala, nämlich die Clinical Frailty Scale, verwiesen. Und sie sagen dann weiter, eine skalengeleitete Berücksichtigung von Gebrechlichkeit stellt ein Risiko einer Benachteiligung dar, weil aus dem Umstand, dass viele behinderte Menschen im Alltag auf Assistenz angewiesen sind, vorschnell auf eine Gebrechlichkeit geschlossen werden kann. Und am Ende erfolgt dann noch ein Hinweis für den Gesetzgeber, denn das ist ja das Entscheidende. Was sagt das Bundesverfassungsgericht dann am Ende von diesem Urteil, was denn jetzt der Gesetzgeber tun soll? Und da bleibt es aus meiner Sicht, und ich bin Gott sei Dank kein Jurist und darf mich da auch gar nicht erheben, aber ich fasse das mal zusammen. Der sagt, dem Gesetzgeber steht zum Schutz der Behinderten ein Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum zu. Also das spielt dem Gesetzgeber jetzt mal zu. Und der Gesetzgeber hat auch zu berücksichtigen, dass die für die Behandlung zur Verfügung stehen, und jetzt ist ganz wichtig, begrenzten personellen und sachlichen Kapazitäten des Gesundheitswesens nicht zusätzlich in einer Weise belastet werden, dass letztendlich angestrebte Ziel, Leben und Gesundheit von Patientinnen und Patienten mit Behinderung wirkungsvoll zu schützen, in sein Gegenteil verkehrt würde. Er bezieht dann aber auch die nicht behinderten Patienten ein. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, sagt aber indirekt, ich hätte mir an der Stelle mehr Klarheit gewünscht, dass gesagt wird, der Gesetzgeber muss dafür Sorge tragen, dass es halt überhaupt erst gar nicht zu so einer Situation kommt. Wenn wir uns beispielsweise jetzt den Abbau des Pflegepersonals der letzten Jahrzehnte anschaut, ist da ja viel versäumt worden. Auch hier muss dringend nachgebessert werden. Und hier wäre auch zu wünschen, dass auch an dieser Stelle klar vom Gesetzgeber formuliert wird, wie man zukünftig sowas verhindert. 2012 hat der Gesetzgeber, der Deutsche Bundestag, schon einen klaren Hinweis bekommen im Sinne eines Hinweises des Wissenschaftlichen Dienstes, was ein SARS-CoV-Modi-Infekt, eine schwere Infektion, eine schwere Pandemie zu bedeuten hätte. Und da stand eigentlich alles drin, was keiner gemacht hat, was der Gesetzgeber nicht getan hat. Die Vorkehrungen sind damals nicht getroffen worden. Und ich hoffe, dass auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts an dieser Stelle hier dem Gesetzgeber noch einen versteckten Hinweis gibt, was er denn zu tun hat. Der Gesetzgeber hat selbst zu entscheiden, ob er Vorgaben zu den Kriterien von Verteilungsentscheidungen macht. Das wird für uns nochmal sehr interessant sein. Wird der Gesetzgeber so weit gehen, in die Ärzteentscheidung einzugreifen, das heißt Vorgaben zu den Kriterien zu machen? Das wird ein ganz interessanter und sehr, sehr kritischer Punkt werden. Der kann auch Vorgaben zum Verfahren machen. Das ist ja nun gar nicht mal so schlimm, das ist ja sogar sehr gut. Er sagt dann aber auch Mehraugenprinzip, Vorgaben für Dokumentation. War in der Empfehlung der Leitlinien der DIVI längst verdrahtet, Regelungen zur Unterstützung von Ort, zum Beispiel durch Ethikkomitees und durch Abläufe, Verfahrensregeln, dass man einfach sagt, so sollen die Dinge im Sinne einer Triage ablaufen, dass man zum Beispiel Komitees gründet, die immer aktiv sein müssen an jedem Krankenhaus, wie zum Beispiel in Salzburg, als man Ende letzten Jahres dort auch für solche Entscheidungen ein Komitee zusammengetrommelt hat. Da waren übrigens auch ein Jurist, Juristin dabei. Und man soll möglichkeitsspezifische Vorgaben für die Aus- und Weiterbildung in der Medizin und Pflege machen. Ja, und da kann man dem Bundesverfassungsgericht an der Stelle zurufen, das haben wir ja längst gemacht. Wir haben es ja im vergangenen Jahr schon gemacht. Wir haben es auf den Kongressen zum Thema gemacht. Wir sind wirklich extrem bemüht,
Das heißt, hier Licht ins Dunkel zu bringen und auch den Kolleginnen und Kollegen zu vermitteln, was denn ihre Aufgaben sind. Aber der Gesetzgeber hat Angst an der Stelle des Bundesverfassungsgerichts, dass wir, die Ärztinnen und Ärzte und das Pflegepersonal, zu wenig über die Besonderheiten der Behinderten weiß. Und das ist tatsächlich nachvollziehbar. Und jeder und die ganzen Hinweise auch aus den Behinderten liefen auch immer in die Richtung, dass sie ein starkes Misstrauen uns Ärztinnen und Ärzten gegenüber haben, wenn es um Entscheidungen am Krankenbett geht und dass sie immer Sorge haben, dass sie zurückgestellt werden. Und die Sorge hat sich dann halt potenziert vor dem Abbild der drohenden Pandemie mit einer drohenden Priorisierungssituation. Stefan Huster von der Ruhr-Universität Bochum hat das, der selber auch Rechtsprofessor ist, hat in verfassungsblog.de sich wie folgt geäußert. Denn gegen die inhaltlichen Kriterien, an denen sich die Ärzte orientieren wollen, klinische Erfolgsaussicht, bestehen ja angeblich von vornherein keine verfassungsrechtlichen Bedenken, nur gegen ihre möglicherweise nicht hinreichend für die Belange von Menschen mit Behinderungen sensible Anwendung. Folgerichtig konzentrieren sich Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts zu den Regelungsoptionen auf Verfahrensfragen, Einführungsmehraugensprinzip, Vorgaben, Dokumentation, spezifische Vorgaben für Aus- und Weiterbildung des intensivmedizinischen Personals. Und das, sagt Herr Kollege Huster, haben die medizinischen Fachgesellschaften aber auch alles bereits vorgeschlagen und in unzähligen Fortbildungsveranstaltungen schon realisiert. Er fragt am Ende, wo denn der verfassungsrechtliche Mehrwert ist, wenn das nun auch in einem Bundesgesetz stände. Rechtfertigt das Herleiten einer verfassungsrechtlichen Handlungspflicht? Hätte es nicht hier nicht viel näher gelegen, dem Gesetzgeber lediglich eine Beobachtungspflicht aufzugeben, ob die Intensivmediziner das vernünftig organisieren? Das kann natürlich nur ein Fachjurist äußern und ich will mir und viele von unseren Kollegen aus der Sektion Ethik das auch nie zumuten, sowas überhaupt zu sagen. Und ich glaube, das war eine sehr starke Kritik, die er geäußert hat in diesem Verfassungsblock. Am Ende wird er da sogar noch etwas deutlicher, das erspare ich Ihnen an dieser Stelle. Aber auch wir haben unmittelbar Ende vergangener Woche reagiert und haben uns geäußert und haben auch klar festgestellt, dass das Bundesverfassungsgericht bestätigt, dass die DIVI-Empfehlungen, Entscheidungen über die Zuteilung intensivmedizinischer Ressourcen im Kontext der Covid-19-Pandemie verfassungskonform sind. Das hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, und zwar insbesondere auch hinsichtlich des Kriteriums der klinischen Erfolgsaussicht. Um jetzt die sachgemäße Anwendung der Empfehlungen zu unterstützen, hat die DIVI in Kooperation mit anderen Fachgesellschaften auch in großen Online-Formaten Fortbildungen in Form von Webinaren zur praktischen Umsetzung organisiert. Die DIVI werden, und das werden wir tun, wir sind im Moment schon dabei, wir haben jetzt schon eine umfangreiche Meinungssammlung in unserer Sektion vorangetrieben mit den Meinungsbildern dort. Wir werden das Urteil nochmal sorgfältig überprüfen, ob wir jetzt an unserer Empfehlung noch was präzisieren müssen, ob wir da noch was verändern müssen. Wir sind mittlerweile der Ansicht, verändern müssen wir nicht, gegebenenfalls präzisieren oder sogar einen Kommentar dazu verfassen, wie man das ja in anderen Umständen auch macht. Aber wir sehen keinen großen Änderungsbedarf derzeit. Ja? Und wir sind auch der Auffassung, dass die Empfehlung, die hier gemacht worden ist, eine solide Grundlage auch für die zukünftigen rechtlichen Vorgaben durch den Gesetzgeber bieten. An dieser Stelle möchte ich nochmal auf die vielen Autorinnen hinweisen, eine ganz tolle Gruppe, die sich wirklich hier stark eingebracht hat. Wir haben im Hintergrund noch ganz, ganz viele andere gehabt, unter anderem auch die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats und viele, viele andere Leute aus den verschiedensten Bereichen, sodass ich ganz ehrlich sagen muss, es ist nicht nur eine Empfehlung irgendeiner Fachgruppe, sondern das war und ist und bleibt eine extrem durchdachte und immer wieder von oben nach unten gekehrte Empfehlung, die wir da geschrieben haben, mit vielen hochrangigen Expertinnen, die sich genau mit dieser Thematik beschäftigen. Und deshalb finde ich, dass es schon einen Stellenwert hat. Und wir werden weiter an der Sache dranbleiben und sehen, was der Gesetzgeber an dieser Stelle tun wird. Ich darf mich bei Ihnen bedanken.